Hier ist Leben mit der Energiewende, die 59. Sendung, heute einmal nicht aus Berlin, heute aus dem Grünen. Bestimmt wissen Sie, über dem Westerwald weht der Wind zu kalt. Hier sind wir zwar nicht im Westerwald, sondern in Bad Allenbach im Hunsrück. Das ist in der Nähe vom Erbiskopf, fast 800 Meter hoch. Hier weht immer der Wind. Wenn ich da bin und was erzähle, geht es bei mir um Kleinwindkraftanlagen heute. Wir sind hier bei Albert Fink, der hier eine Akademie unterhält und eine Demonstrationsanlage aufgebaut hat. Ich bin hier heute in Vertretung von Frank draußen unterwegs und freue mich, dass ich hier einen ganz profunden Gast begrüßen darf, nämlich Albert Fink und als zweiten Heiko Rittmann, auch ein Elektriker, der sich seit kurzem auch mit Windkraftanlagen beschäftigt. Wir wollen über die verschiedenen Typen reden, wollen besprechen, ob sich Windkraftanlagen im Kleinformat, die sogenannten Kleinwindkraftanlagen für den Normalbürger überhaupt lohnen, welche Problematiken es gibt, beispielsweise in Sachen Genehmigung, was bei Bauten und so weiter zu beachten ist. Vielleicht als erstes mal Albert Fink, herzlich willkommen oder danke sehr, dass wir hier sein dürfen in Allenbach. Ein wunderschöner Ort, wie wir schon festgestellt haben. Albert, erzähl mal vielleicht bitte in ein paar Sätzen etwas von dir. Tja, mein Name ist Albert Fink, wie gesagt, wohne eigentlich in Bingen am Rhein, habe hier aber noch ein zweites Objekt mit der Akademie für Kleinwindanlagen, mache seit 6-7 Jahren auch mit Kleinwindanlagen, bin gelernter Gaswasserinstallateurmeister und Heizungsbaumeister. Wir haben dann jahrelang in der Photovoltaik groß gemacht, waren da tätig, das Geschäft ist natürlich sehr rückläufig. Haben zwar immer noch 1-2 Anlagen pro Monat, aber ein Zusatzgeschäft kam dann noch dazu durch die sogenannte Kleinwindanlagengeschichte. Wie bist du mal auf die Idee gekommen mit den Kleinwindanlagen? Einfach so oder hat dich das Thema interessiert, weil du eben auch die großen Windkraftanlagen kennst? Das hat mich schon immer interessiert, auch fasziniert. Da muss man auch dazu sagen, da steckt ein bisschen Herzblut dabei, denn davon zu leben, Kleinwindanlagen zu verkaufen, ist sehr, sehr schwierig, würde ich sagen, gelingt in Deutschland nicht. Es bedarf auch jahrelanger Erfahrung. Also ich habe mich 3 Jahre vorher intensivst 3 Jahre lang mit Kleinwind beschäftigt, denn Photovoltaik ist eine ganz, ganz einfache Geschichte gegenüber Kleinwindanlagen. Mhm. Also man sollte nicht denken, dass das so kompliziert ist, aber wir werden es in der Sendung darüber reden, was alles zu beachten ist. Als Zweiten, hier neben mir in der Mitte ist Heiko Rittmann. Er kommt aus Rebern, so wie ich auch, und er ist ganz neu im Geschäft, aber er erzählt vielleicht auch ein bisschen vorab, was er schon früher gemacht hat. Ja, mein Name ist Heiko Rittmann. Ich komme, wie gesagt, aus Rebern und habe früher in der Instandhaltung gearbeitet, also Elektroinstandhaltung. Bin dann später in die Lehrwerkstatt, war dort Ausbilder. Und habe mich seit in diesem Jahr, 1.4., habe ich mich selbstständig gemacht im Elektrohandwerk. Und wie kommst du jetzt auf Windkraftanlagen? Auch über die Photovoltaik, wo ich was gesucht habe in Verbindung Energiespeicheranlage und zusätzlich schon die Windkraft dazu. Vielleicht sprechen wir zuerst mal drüber bei diesen kleinen Windkraftanlagen, was es da alles gibt. Es gibt ganz kleine, die man beispielsweise auf Booten installiert, die vielleicht 50, 80, 100 Watt bringen. Und da gibt es Anlagen, die bis 50 kW hinaufgehen. Wir reden hier heute über die sogenannten Kleinwindkraftanlagen und davon sogar die Untergruppe Mikrowindkraftanlagen. Das sind solche, die bis maximal 5 kW erzeugen. Hier im Hintergrund, deshalb sind wir auch hier, haben wir eine Demonstrationsanlage stehen, eine Antares mit 3,5 kW. Wie lange gibt es diese Antares? Was ist als Besonderes da an diesem Gerät? Ja, die Antares ist ein Dreiflügler und die Antares wird gebaut im Westerwald von der Firma Braun Windturbinen. Der Herr Braun ist schon über 20 Jahre im Geschäft und baut schon seit über 20 Jahren Kleinwindanlagen. Die gehen mittlerweile bis 10 kW hoch, also es gibt eine 4,5er, es gibt eine 2,5er, eine 3,5er, eine 4,5er, eine 6,5er und eine 9,5er. Warum gibt es da so viele unterschiedliche Anlagen, so viele unterschiedliche Stärken? Ja, das kommt ja immer darauf an, wie der Käufer ausgestattet ist, wozu er Lust hat, was will er ausgeben, was will er erzeugen. Die Anlage gibt es nur als netzparallele Anlage, also quasi zur direkten Einspeisung mit über Wechselrichter. Die gibt es auch als Batterielader für Inselsysteme und die gibt es auch noch als, jetzt habe ich den Faden verloren. Zum Heizen. Zum Heizen, genau, zum Heizen, ja. Also, diese Anlage im Hintergrund fährt im Winter
die Energie in die Heizung über einen Pufferspeicher, über Heizpatrone. Und im Sommer einfach nur die Stromerzeugung für den Eigenbedarf, sofern sie läuft, wenn es mit dem Wind passt. Ansonsten ist er als Hybridanlage mit Photovoltaik noch gekoppelt. Ja. Gut, also deine Anlage ist jetzt eine sogenannte Horizontalanlage, so genauso wie die großen Geschwister, die großen Windkraftanlagen auch. Richtig. Die zweite Anlage, die Heiko Rittmann mitgebracht hat, ist ein sogenannter Vertikalläufer. Das heißt, hier ist die Antriebsachse senkrecht. Was ist da der Unterschied? Was macht das aus? Bei der Vertikalanlage ist man halt unabhängig von der Windrichtung. Das heißt, das spielt keine Rolle, von wo der Wind kommt. Die dreht sich eigentlich im Prinzip immer, auch wenn sich der Wind verwirbelt. Also die braucht keine Nachführung? Richtig, genau. Die braucht keine Nachführung dadurch. Ja. Ab wann produziert die Strom? Wir sehen hier so ein bisschen den Unterschied. Die kleine dreht sich ja immer, aber an sich wird da im Moment nicht sehr viel Strom erzeugt werden, während die große sogar ganz steht. Ne? Also diese Anlage produziert ca. ab 1,7 Meter pro Sekunde Strom. Das geht aus dem Grund, da der Regler bei gewisse Leistungen diese abruft und diese Leistung zwischenspeichert in sogenannte Powercaps. Was sind Powercaps? Powercaps sind Kondensatoren. Die werden auch benutzt in der Automobilbranche bei der Elektroautos. Die sollen die Spitzenspannungen oder Spitzenströme abfangen bzw. geringe Ströme puffern. Ja. Und das wird halt bei der Anlage so genutzt, dass die Powercaps gefüllt werden, bis sie ihr Maximum erreicht haben. Und dann wird diese Energie abgegeben an die Batterien oder ans Netz. Ans Netz, also gut. Vielleicht ist es an der Zeit, wenn wir hier sehen, Horizontalanlagen und Vertikalanlagen. Vielleicht ist es mal interessant, überhaupt zu wissen, wie eine Windkraftanlage funktioniert. Ich denke, wir zeigen mal kurz einen Ausschnitt aus unserer Schulversion Leben mit der Energiewende, die Sie jetzt sehen können. Ich bin ja nicht hier verantwortlich. Ja, ich gehöre dazu. Und du, wer bist du? Ich bin der Maximilian. Wir haben telefoniert, oder? Ja. Ja, super. Darf ich Maxi sagen? Ja. Okay, ich bin der Bernd. Ja, Maxi, finde ich echt gut, dass du dich für Windrad interessierst. Ich habe da ein paar Sachen mitgebracht. Ich würde dir einfach erklären, wie das Ding hier so funktioniert. Ja. Setzen wir uns vielleicht gerade in die Wiese? Ja. Komm, machen wir uns hier bequem. Ach ja. Du kennst vielleicht am Fahrrad dieses Teil hier. Der Dynamo. Der Dynamo, genau. Dort oben in der Maschinenkanzel, wo man den Strom erzeugen, ist genau das gleiche Prinzip wie hier beim Dynamo. Bloß ganz groß. Bloß etwas größer, ja. Da kommt dann auch mehr Strom runter. Ja. Wir haben mit Dynamo einen großen Magneten und wir haben die Spule. Wichtig ist, dass ich jetzt in irgendeiner Form diesen Magneten zum Drehen bringe. Dass dieser Nord- und Südpol immer abwechselnd sein Magnetfeld in die Spule indiziert und dadurch dann im Prinzip den Strom erzeugt. Die Anlage, die man hier sieht, die bringt den Strom für so 40 Haushalte, kann man das ganze Jahr damit betreiben. Jetzt schauen wir uns an, wie das dann vom Fahrraddynamo Richtung Windkraftanlage geht. Da haben wir prinzipiell einen gleichen Aufbau. Ja. Das heißt, wir haben hier einen großen Magnet, Nord- und Südpol. Ja. Und der Unterschied jetzt bei so einer großen Anlage ist, dass wir nicht nur eine Spule haben, sondern wir haben drei Spulen. Und jetzt passiert genau das Gleiche wie beim Dynamo. Der Magnet, der dreht sich eben dann angetrieben über unsere drei Windflügel. Dreht der Magnet sich, induziert jeweils, wenn er an den Spulen vorbeikommt, seinen Strom. Und der Strom, der wird dann über eine Leitung, die im Turm läuft, nach hier unten laufen lassen, wird noch etwas modifiziert, geregelt in der Anlage und geht dann durch ein Erdkabel hier in die Trafostation. So, dann zeige ich dir mal, wie das bei uns dort oben im Maschinenhaus dann tatsächlich aussieht. Das ist jetzt ein Bild, so wie man im Prinzip seitlich auf das Maschinenhaus drauf guckt. Und da haben wir diese Rotornarbe, wo unsere Flügel angeschraubt sind. Ja. Wir haben dann zwei ganz große, kräftige Lager, die im Prinzip die Drehbewegung in das Maschinenhaus einführen und das Ganze festhalten. Mhm. Und dann kommt als erstes ein Getriebe. Wie soll das?
um die hohe Leistung zu bekommen, brauche ich eine höhere Drehzahl als der Flügel. Der Flügel, der dreht sich außen so zwischen 28 und 42 Umdrehungen bei unserer Anlage. Deshalb gehen die her, baut man doch ein Getriebe rein und das macht eben aus dieser niedrigen Drehzahl eine Drehzahl, die so um die 1200 Umdrehungen liegt. Dahinter kommt dann eine Bremse als Sicherheitsfunktion und nach der Bremse, dann kommt jetzt der Stromerzeuger, unser Dreiphasengenerator. Dieser Generator ist ursprünglich ein Motor, ist aufgebaut wie ein Motor, ja, den ich tatsächlich mit Strom betreiben kann. Und wir benutzen ihn aber, wenn Wind ist, eben umgekehrt. Wir holen Strom raus im Generatorbetrieb. Was ist das da für das Grüne? Das Grüne hier unten, das ist ein kleiner Motor, aber das ist für die Windnachführung. Wir haben oben eine Messeinrichtung, die zum einen die Windgeschwindigkeit misst und die Windrichtung misst. Mhm. Und dementsprechend, wenn jetzt der Wind, während die Anlage im Betrieb ist, sich dreht, verändert, dann wandert die Anlage ganz automatisch mit, sodass sie immer den optimalen Winddruck hat, die ganze Windfläche ausnutzen kann. Wenn ich mal mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre, sehe ich, dass ganz viele Windräder stehen. Haben die so oft Fehlermeldungen? Eigentlich nicht. Also mir hier bei uns in der Anlage, ich muss vielleicht ein oder zweimal im Jahr raus wegen einem Fehler. Aber es gibt natürlich viele andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wenn so ein Windrad an exponierter Stelle steht, nah am Ortsrand, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass die Betreiber gezwungen werden zu sagen, okay, pass auf, wenn von 2 Uhr bis 6 Uhr darf das Windrad nicht laufen, weil wir sonst einen Schattenwurf auf die Anwohner haben. Ja. Oder es kann zum Beispiel passieren, wenn jetzt wegen irgendwas Industrie viel Strom braucht, wenig Sonne da ist, wenig Wind da ist, dann müssen die ihr Kohlekraftwerk hochfahren oder ihr Gaskraftwerk hochfahren. Und wenn dann jetzt wieder Wind oder Sonne kommt, ja, dann ist es für den Energieversorger günstiger, das Kohlekraftwerk, das Gaskraftwerk am Laufen zu halten, als runterzufahren. Und dann schalten sie eben die Wind- und Photovoltaikanlagen weg. Ja, Maxi, jetzt haben wir das da theoretisch erklärt, wie das da aussieht. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal hoch und gucken so dann. Nehmen wir es da mit hier? Ja, das nehmen wir mit rein, klar. Okay. Ja. Ich nehme den Dynamo. Super, dann gehe ich mal vor. Zeig dir, wie das mit dem Sicherheitsgurt funktioniert. Ja. So, dann komm mal rein. In dem Rechner werden die ganzen Umweltdaten, die wir aus der Kanzel oben haben, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, wie die Kanzel steht, die werden hier alles erfasst. Die kann man hier oben auf der Anzeige auch dann sehen. Und im Prinzip wird hier gesteuert. Hier unten ist dann ein Leistungsteil drin, der im Prinzip die Netzanpassung Richtung Trafostation macht. So, und jetzt tun wir die Anlage runterfahren, tun sie stilllegen, tun den Notaus reindrücken, damit wir ohne Gefahr oben in die Maschinenkanzel können. Darf ich den Notausdrücken? Den darfst du drücken, wenn du willst, jetzt gleich hier den einfach reindrücken. Willst du machen? Sieht da nichts? Ja. Nee, da passt nichts. Ne? Drück einfach mal rein. Okay. So, jetzt zeige ich dir, wie wir den Gurt anlegen. Das machen wir am besten draußen. Und dann kann es losgehen. Okay. Gut. Boah. Ganz klein der Ausgang. So, tun wir einfach die Arme ausstrecken. So wie am Flughafen an der Zollkontrolle. Ja. Dann legen wir den Gurt rum. Genau, bis daher ist wieder Gürtel. Und jetzt haben wir aber hier noch das Gegenstück. Und wieder rein in den Turm. Eine Raste. Genau. Das sieht mir irgendwo, hat mir irgendwo bekannt vor. Also Maxi, schau hier auf der Sicherheitseinrichtung ist ein Pfeil. Dieser Pfeil muss nach oben zeigen. Mhm. So, und jetzt gehe ich her, nehme das Teil mit dem Pfeil nach oben und führe es hier in die Schiene. So, und jetzt passiert Folgendes. Wenn du jetzt ausrutschst und hängen bleibst irgendwie und in das Seil fällst, dann rastet der Sicherheitsmechanismus ein. Ja. So. Wenn du weiter nach oben gehst, du brauchst da gar nichts anfassen, einfach nur weiter nach oben gehen, dann geht es von alleine mit. Ja? Ja. Genau. So funktioniert das. Mit deinem Kopf aufpassen und tu dich gerade so auf der linken Seite halten und geh links an der über dir hängenden Leiter links vorbei bis zur letzten Sprosse hoch.
So, jetzt muss ich mal kurz anhalten und jetzt drehst du dich rüber und steigst auf die andere Plattform. So, jetzt musst du noch mal mit den Füßen nach oben, also eine Stufe weiter, bis du mit dem Rücken anlehnen kannst. Genau, jetzt gehst du auf die letzte Stufe. Lass mal gerade stehen, dann machen wir den Sicherheitsgurt weg. Ich hätte eher gedacht, dass hier irgendwie so ein bisschen mehr Platz und Seiten ist. Ja, Max, jetzt sind wir hier oben im Maschinenhaus. Mhm. Jetzt gehen wir einfach nochmal die Teile durch, die wir unten auf der Grafik gesehen haben. Da vorne haben wir also die Flügelnabe. Das ist viel größer. Wo diese drei Flügel festgemacht sind. Dann, wo du dein Bein drauf hast und wo ich auch drauf stehe, mehr oder weniger, das ist dieses Getriebe. Und dann kommt da hinten die Bremsscheibe. Bei der Bremse ist es auch so wie im Auto auch. Da wird im Prinzip überwacht, ob noch genügend Bremsbelag da ist, mhm, dass die auch sicher bremsen können. Dahinter kommt dann der Generator. Wir sind hier ganz schön hoch. Ja, und du bist jetzt circa auf, dein Hintern ist auf 30,5 Meter über Grund. Und ich traue mich jetzt, wenn ich mich hier so anlehne, gar nicht rüber zu gucken. Ja. Oh, das ist ganz schön hoch. Ja, Maxi, jetzt habe ich dir alles erklärt, was ich weiß, so von einer Windkraftanlage. Da würde ich sagen, dann gehen wir wieder einen Abstieg, oder? Okay. Wieder festen Boden unter die Füße bekommen. Ja, ich zuerst? Ja, gehst du zuerst. Gut. Alles dabei hier. Gut, Maxi, sind wir wieder glücklich unten angekommen. Und, wie hat es dir gefallen? Es hat mir sehr Spaß gemacht oben. War's das interessant. War das erste Mal, dass ich überhaupt auf so einem Windrad drauf war. Da habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Wollte ich schon öfter mal machen. Super. Mich hat es gefreut, dass du da warst, dass ich dir was erklären konnte. Ja. Wünsche dir noch alles Gute. Dankeschön. Hat mir alles Spaß gemacht. Tschüss. Freue mich. Tschüss. Nach diesem tollen Ausschnitt von Maxi, die Frage an Albert, gibt es gravierende Unterschiede zwischen so einer großen Windkraftanlage und eben einer solchen kleinen mit 3,5 Kilowatt? Ja, selbstverständlich gibt es gravierende Unterschiede. Also ist das jetzt bezogen auf Großwindanlagen, auf Großkraft? Ja, die Großwindanlage wird immer mit dem Repelle, der Flügel nennt sich Repelle, in den Wind gefahren, um zu starten. Die läuft dann eigentlich auch von selbst an, weil die ja in einer enormen Höhe ist. Entscheidend ist ja immer der Wind. Und der Wind in Deutschland, den kann man erfahren zum Beispiel über den Deutschen Wetterdienst. Da gibt es eine Karte auf 10 Meter Höhe bezogen. Allerdings, wenn wir von 10 auf 20 Meter Höhe gehen, haben wir schon Windgeschwindigkeiten von 20-25% mehr. Das ist der größte Unterschied, weil wir einfach nicht so hoch sind mit den Anlagen und haben natürlich auch nicht diese Winde. Also der Wind ist ja wirklich ein himmlisches Kind. Wir merken es gerade, kommt ein kühlendes Lüftchen, das richtig angenehm ist. Ja, und wir haben hier auch schon festgestellt, wir haben hier unten gesessen und wir hatten das Gefühl, es weht der Wind, aber es hat sich nichts bewegt. Es war einfach zu wenig und umgekehrt. Hatten wir es auch schon gehabt. Das ist also sehr interessant, ja, wenn man manchmal vergleicht, wie sich das verhält, wie Gebäude stören, wie Gebäude vielleicht manchmal unterstützen. Wenn ich jetzt hier die Savonius-Anlage
sehe, die sich dreht, wenn die zwischen zwei Gebäuden steht, in so einer Art Trichter drin steht, dann wird die wahrscheinlich viel mehr abbekommen, als wenn sie in freier Fläche vielleicht steht. Ne? Oder kann das sein, Heiko? Ja, das kann schon sein. Dort, wo der Wind verwirbelt wird, ja, kann das schon passieren. Ja. Ich gucke gerade mal darüber, wir haben da drüben ein ganz tolles Gerät stehen, ein sogenanntes Anemometer, da werden wir gleich noch drüber reden, aber das dreht sich im Moment wie verrückt. Ja, dieses bzw. das auf dem Stativ. Also das Anemometer ist ein ganz, ganz wichtiges Gerät, wenn man sich mit Windkraft beschäftigt, respektive oder insbesondere, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich eine solche Windkraftanlage selbst zuzulegen. Wie wir eben angesprochen haben, Wind ist nicht gleich Wind, kann einem sehr, sehr stark vorkommen und dabei ist er es gar nicht. Die Windstärke muss immer sehr genau ausgemessen werden. Ja, also ich rate jedem, sich genau Winddaten zu holen. Wie gesagt, ich glaube, beim Deutschen Wetterdienst kannst du auch auf die Geodäten bezogen für, ich glaube, 60 oder 80 Euro die Angabe bekommen, auf 10 Meter Höhe, wie gesagt. Aber Wind ist immer Geschichte. Manche Leute sagen Windmessung. Okay, wenn wir eine Windmessung machen, kostet den Kunden schon 600, 700 Euro. Jegliche Winde, die wir messen, sind in der Vergangenheit. Also was nützt mir der Wind in der Vergangenheit, wenn ich in Zukunft eine Anlage aufbaue? Mhm. Denn Winde ändern sich. Winde ändern sich von Jahr zu Jahr. Wir hatten hier an diesem Punkt zum Beispiel über den letzten Winter eine Durchschnittsgeschwindigkeit von maximal 3 Metern. In der Regel liegen wir hier bei 5 Metern Durchschnittsgeschwindigkeit, Meter pro Sekunde. Also ändert sich immer Messe. Ich habe hier eine permanente Windmessung laufen, die dann auf Chipkarte mitschreibt, auch die solare Einstrahlung, der Regen, alles. Hier wird das komplette Wetter mitgeschrieben. Da oben sehen wir die Windmesse und habe auch nochmal eine, der direkt zum Ablesen ist. Allerdings, um ein bisschen ein Gerät zu haben, muss man schon 500, 600 Euro investieren. Ja. Das heißt, man sollte also tunlichst, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, eine kleine Windkraftanlage aufzustellen, sollte man erstmal vorher selbst vielleicht auch eine Windkraftmessung machen, eben mit so einem Anemometer und das nach Möglichkeit auch in die entsprechende Höhe, wo man die Anlage haben will. Es wäre zu empfehlen. Es gibt natürlich auch Aufstellungsorte, wo du sagen kannst, es funktioniert. Wichtig ist da immer auch die Geländebeschaffenheit und. Hier zum Beispiel sind wir mitten in einer Ortschaft, das ist kein optimaler Aufstellungspunkt, obwohl wir in 15 Meter Höhe sind, aber die Verwirbelung durch die umstehenden Häuser, selbst im Abstand von 40, 50 Metern, ist unglaublich. Währenddessen, wenn du diese Anlage nun auf einem freien, flachen Feld hast, auf dem platten Land, wäre das gar kein Problem, da sie läuft. Wie ist das mit der Anlage, die du hast? Ja, die Anlage ist ja im Prinzip so gebaut, dass man die einfach auf dem Dach montieren kann. Das heißt, beim einem Familienhaus tut sich das dann anbieten, die oben aufs Dach zu stellen. Und wie schon gesagt, da spielt es halt keine Rolle, wie weit man vom anderen Haus weg ist oder ob irgendwo Bäume stehen, sobald dort Wind hinkommt und dann dreht sich die Windanlage. Da sehe ich jetzt so ein bisschen das Problem mit Vibrationen am Haus. Ich habe da bei der Tour kommen die Fliegen. Also es wurde eine Anlage, wo vor 2 Monaten installiert wurde. Da war ja vor 3 Wochen oder 2 Wochen war ein sehr großer Sturm gewesen und da war absolut nichts im Haus irgendwie mit großartigen Vibrationen. Das ist vielleicht auch so ein Tipp, bevor man sich eine Anlage kauft, sollte man sich Demonstrationsanlagen ansehen oder eben nach Leuten fragen, die eine solche Anlage schon seit längerer Zeit betreiben. Also ich rate jedem interessierten Käufer, sich von der Installationsfirma mindestens 3, 4 Adressen geben zu lassen, wo sie einfach mal anrufen können, mit einem Betreiber sprechen, sich das anschauen können. Denn ich sage immer, 80% aller Anbieter ist Scharlatanerie. Und sonst nichts. Anlagen, die stehen und. Also wir bauen keine Anlagen zum Beispiel auf ein Haus. Und das hat folgenden Grund. Wenn Sie im Hintergrund die Anlage sehen mit 3,5 kW, wenn der Repeller anläuft und richtig läuft, das ist vergleichbar, wie wenn Sie auf ein Kinderkarussell gehen, auf den Fahrboden und das Karussell fährt an. Um das im Haus genau Schall zu entkoppeln, müsste normalerweise das Fundament im Keller sein und ein Mast durchs Haus gehen, der frei ist, nirgendwo anliegt. Bei so einem kleinen, wie er da hinten steht, kann es noch gehen.
Es gibt auch eine sogenannte Black-Serie bis 1 kW. Das mag vielleicht auch noch gehen beim kleineren Durchmesser. Aber das Problem ist bei den Anlagen, die sind ja immer bezogen bei 12 Meter Wind, bei 15, manche sogar bei 20 Meter Wind. Das ist ein unerreichbarer Wert in Deutschland. Dann auf Volllast. Aber was will ich mit einer Anlage, die mir dann zum Beispiel 15 Watt bringt bei einer Windgeschwindigkeit oder bei einem Mittelwert von 3 Meter, den wir hier vorherrschend haben? Also dann kann ich mit anderen Dingen besser fahren. Da kann ich selbst, wenn ich einen Heimtrainer habe und da mich draufsetze und drehe, mehr Strom erzeugen. Vielleicht gucken wir uns erstmal an, was es überhaupt für Mikro- und Kleinwindkraftanlagen gibt. Das sind als allererstes die Dareus-Anlagen. Georges Dareus war ein Franzose, der hat, ich sage immer so ein bisschen Schneebesen zu Windrädern gemacht. Die gibt es in verschiedenen Größen, teilweise fast so groß wie normale Windräder. Dann gibt es verschiedene Formen dieses Dareus. Es gibt welche, die an sich auch Flügel haben, senkrechte oder Vertikalflügler haben mit drei oder fünf Vertikalen. Und ein besonders schönes Beispiel, das haben wir mal in einem Buch gefunden, findet sich in Mainz bei der Firma Erdal auf dem Dach. Die haben nämlich auch gesagt, sie erzeugen eine ganze Menge eigenen Strom. Vielleicht kann die Kamera mal da drauf gehen. Und was war der Erfolg? Du kennst es besser als ich. Ja, wir haben 5, 6 von den Geräten. Erträge 0 sind mehr, sind 8 Stück sind auf dem Dach. Wenn man mich einfach vorher gefragt hätte, hätte ich gesagt, Leute, macht was für einen sozialen Zweck, habt ihr mehr davon. Sollten diese Windkraftanlagen jemals laufen, kann kein Mensch mehr unter drunter in dem Bürogebäude arbeiten, weil es so laut wird und die Vibrationen aufs Gebäude übergehen, dass sämtliche Arbeiter eingestellt werden müssen. Die Anlagen sind viel zu dicht beieinander. Das, die eine nimmt der anderen Wind, also das war, muss ich sagen, ein sehr guter Verkäufer, der denen die Anlage verkauft hat. Die Frage ist halt nur, will ich was betreiben, was Sinn macht, oder will ich nur was verkaufen? Ja. Und ich denke, mit dem was verkaufen, was Sinn macht und man wirklich Energie gewinnen kann, fährt man besser und hat zufriedene Kunden. Ja. Der zweite Typ Kleinwindräder, die es gibt als Vertikalachser, sind die Savonius. Eine Savonius haben wir hinter uns stehen, das sind im Prinzip 2 Halbröhren. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu der Technik erzählen, wie das funktioniert. Ja, hier haben wir ja im Prinzip wie ein aufgeschnittenes Fass, wo nebeneinander gestellt ist. Und wenn der Wind in den einen Flügel reingreift und dann wird die andere Seite halt in die andere Richtung bewegt und dann halt dadurch wieder betätigt. Im Prinzip wie beim Wasserrad, wo immer das Wasser reinfließt. In die Richtung wird es gedreht. Der Vergleich Wasserradprinzip ist gar nicht so verkehrt. Das ist so ein bisschen auch wie eine Turbinenschaufel oder so etwas, wo das reingreift. Genau. Und es gibt diese Anlagen auch in Marke Eigenbau recht häufig. Also wir haben da beispielsweise ein Bild von einer solchen Anlage auf einer Garage drauf, was recht witzig aussieht. Und es gibt diese Anlagen auch hinunter bis kleinste Größen. Inwieweit die dann noch effektiv sind oder überhaupt Strom erzeugen, mag eine andere Sache sein. Aber eine, in Anführungszeichen, technische Anwendung dieser Savonius-Räder hat man beispielsweise auf manchen Autos, deren Innenraum gekühlt werden soll, und insbesondere auf Kaminen. Kamine, die schlecht ziehen, bekommen eine solche Anlage drauf, weil die sich eben auch bei sehr geringen Windgeschwindigkeiten drehen und ein innenliegender Ventilator zieht dann eben die Abluft hoch. Richtig so, ne? Ja, genau. Wie viel Watt bringt deine Anlage? Also die Maximalleistung liegt bei 500 Watt. Das, der Grund, warum das auf 500 Watt begrenzt ist, ist, weil je mehr Leistung man haben will, desto größer müsste die Flügelfläche sein. Ja. So, je größer ich das mache, desto schwieriger ist das wieder auf dem Dach zu montieren, beziehungsweise das Gewicht, die Vibrationen, wie wir schon gesagt haben, dass sich das Ganze überträgt. Und dadurch hat man das Ganze begrenzt auf diese 500 Watt. Und hat gesagt, diese Anlage kann man mit 2 Personen ganz leicht montieren. Man braucht keinen Kran oder irgendwelches großes Gerät, für das Ganze zu machen. Hier sind wir beim Thema Montieren und Bauen. Und
Lärm hatten wir eben auch schon. Vielleicht kann man da gerade noch mal dieses Mikrofon zeigen. Albert, das setzt du häufiger ein. Ja, das ist aber, also das ist ein dB-Messer, den man einfach mal so zur Kontrolle einsetzen kann. Denn oftmals, es geht ja auch um die Lautstärke, die eingehalten müssen. Zu den meisten Anlagen ist ein Gutachten dabei. Aber oftmals ist es ja so, dass der Nachbar kommt und sagt, ja, das wäre zu laut oder so. Aber der täuscht sich dann ganz, ganz großartig. Und das ist einfach so als so eine Faustkontrolle hier mit dem dB-Messer, wo man einfach mal nachkontrollieren kann. Also jedes Auto, was jetzt hier vorbeifährt, ist lauter als die Anlage. Die Anlage ist nur laut, wenn wir einen böigen Wind haben und die Anlage sich in den Böen dreht, bis sie sich ausgerichtet hat. Wenn der Wind anströmt und steht, ist die Anlage überhaupt nicht mehr laut. Nur wenn sie jetzt in den Wind fährt oder in eine Böe kommt, haben wir vorhin schon mal gemerkt, wenn eine Böe kommt, wird die Anlage lauter. Ist vollkommen normal. Also die Problematik hat wohin, es war für 10, 20 Sekunden war's relativ laut, das Gerät. Ja, dann war sie, wie sie sagt, es in den Wind reingedreht und dann war es wieder rüber. Ist eine Böe, ne? Und wenn sie dann drinnen steht im Wind und der Wind ist konstant, dann ist okay. Ja. Oder wenn der Wind dann schnell abreißt oder wechselt, ist ganz klar, hat man einen Abriss am Rotorblatt, am Repeller und dann passieren die Geräusche. Wie sind die Grenzwerte für solche Geräte? Sind die genauso wie bei großen Windrädern, sprich nachts 35 oder 40? Ja, das ist vollkommen nach der Helfmess, ich habe das Wort jetzt wieder. Nach dem DB, also nach der Wortfindungsstörung nennt sich das. Nach dem Lärm und die schreibt genau vor, in welchen Gebieten. Genau, vollkommen wie der Straßenverkehr und hier liegen auch die Anlage. Drum zum Beispiel im reinen Wohngebiet kann man so eine Anlage nicht aufbauen. Also vielleicht kommt man hier mit seiner Anlage, kommt man hin mit dem Lärmwert im reinen Wohngebiet, aber im Dreiflügler nicht. In Mischgebiete ist es kein Thema, Gewerbegebiete, Industriegebiete sowieso nicht. Aber ab Mischgebiet, hier ist ein dörfliches Mischgebiet, kein Thema. Ja, also hier auf dem flachen Land gibt es noch die Kuh, hier gibt es morgens den Hahn, der kräht. Vom Autoverkehr, wir haben hier direkt nebendran eine Bundesstraße. Das ist eine Kreisstraße. Ja. Da muss ich auch durch. Das waren alles Diskussionen beim Bau, wo dann ein Bauamt gesagt hat, sie kriegen das nicht genehmigt. Ich habe gesagt, ich werde es etwas Besseres belehren, Freunde. Habe meinen Flügel genommen, bin gegangen, habe einfach einen Prozess angestrebt und habe alles gewonnen, habe noch eine Entschädigung kassiert, weil Bauämter wollen es ja oftmals nicht anders. Also man muss sagen, wir sind hier in Rheinland-Pfalz. Alle Bundesländer in Deutschland haben unterschiedliche Regelungen, habe ich gelernt. Die sind unterschiedlich scharf und dann innerhalb der einzelnen Bundesländer gibt es dann von Landkreis zu Landkreis auch anscheinend nochmal gravierende Unterschiede. Vielleicht kannst du da auch ein paar Takte erzählen. Die Anlage hinter uns, wenn ich die im Saarland aufstelle, als 3,5 kW-Anlage, kriege ich vom Land noch 1.000 Euro Zuschuss. In Rheinland-Pfalz will man mir die verbieten aufzustellen. Also man muss sich das vorstellen, über 5 kW kriege ich 1.600 Euro Zuschuss vom Saarland, im Saarland. Das ist 15 Kilometer weiter, ist es Saarland. Ja. Aber leider Gottes, wenn ich es hier aufbaue, muss ich ein Jahr lang prozessieren, dass ich es überhaupt hinstellen darf. Und da muss ich mich fragen, da reden die von einem Vereinigten Europa, wenn es noch nicht einmal in Deutschland klappt, noch nicht einmal in den Bundesländern untereinander. In Bayern kriegen sie heute so eine Anlage innerhalb von 3 Tagen genehmigt. Bayern ist da das Bundesland, wo vorne dran ist, absolut, muss man sagen, in NRW laufen jetzt Versuche auch, gibt es in Gelden, in der Nähe von Gelden, im Niederrhein, über die Handwerkskammer machen sie jetzt ein Versuchsprogramm, wo das auch läuft. Und da 10 Meter sind in viele Bundesländer mittlerweile genehmigungsfrei. Allerdings muss ich dazu sagen, wir sagen, 10 Meter kann ich mir an der See stellen, wenn ich irgendwo am Meer bin, an der See oder sonst was. Aber hier bei uns im Binnenland, also 21 Meter, 24 Meter, 18 Meter, das sind Höhen, wo man ernsthaft Kleinwindanlagen betreiben kann. Alles, was da drunter ist, bezeichne ich als Spielzeug. Also ja. Nicht jetzt um irgendwas, also Akkuanlage schlecht zu machen oder sonst was. Nee. Ich kann mit der Anlage, mit der 500 Watt, kann ich mir Batterie laden, Wochenendhäuschen, Wohnmobil oder sonst irgendwas. Ja. Aber ernsthaft für mein Haus Strom erzeuge, das ist der Weg zu schwierig.
Denn wenn die Anlage anläuft, dauert es ja einen Augenblick, bis der Wechselrichter drauf schaltet. Dann brauchen wir den Windstrom, der muss konstant sein, um zu sagen, okay, jetzt erzeugen wir in einer Tour mal 500, 600 Watt. Und wenn man jetzt sieht, dass bei der 3,5 kW, um konstant 500 Watt zu erzeugen, braucht man mindestens Windgeschwindigkeit von 4 Meter. Also da wird es schon, die Anlage muss größer werden, ganz klar, um bei der niedrigeren Windgeschwindigkeit noch die höhere Menge an Strom zu erzeugen. Also Heikos Anlage, Savonius Anlage wird etwas häufiger laufen, aber produziert insgesamt weniger Strom, dadurch, dass sie länger läuft. Muss man ausprobieren, ne? Ja, es ist ja so, das ist eine 500 Watt Anlage, das heißt, die macht bei 12 Meter 500 Watt oben. Die Antares macht bei 12 Meter 2,5 kW. So, ja. Jetzt specken wir nach unten ab. Und dann, also wir haben hier zum Beispiel bei uns eine Liste, wo ich dir genau sagen kann, die 3,5 kW Anlage macht mir bei 5 Meter Wind 320 Watt. Ja. So. Die Anlage im Hintergrund, was macht die bei 5 Meter Wind? Vielleicht 60 Watt? Ja, so macht sie die? Ich glaube nicht, dass sie die macht. Aber im Prinzip ist das auch ein bisschen egal. Man hat eben, je nach seinen Möglichkeiten und Genehmigungsmöglichkeiten, die es gibt, klar, ja, muss man einfach sehen, jedes Watt, was wir erzeugen und jedes Watt, was gegen die großen Stromoligarchen geht, ist, denke ich mal, ein Gewinn für den Strombürger. Ja, richtig. Aber, ja. Ich wollte gerade dazu sagen, ich sage mal so, Windrad, darf ich jetzt nicht sehen, wie jetzt eine Photovoltaikanlage, das ist nach so vielen Jahren bezahlt und ich kriege dann später noch Geld raus. Das Windrad ermöglicht einfach in Kombination jetzt mit Photovoltaik ein Stück weit mehr selbstständig zu werden. Ob das jetzt über Speicheranlage geht oder ich jetzt sage, ich muss dann einspeise, ja. Das würde ich jetzt mal sagen, spielt keine Rolle, aber man ist ein Stück weit unabhängiger. Also mir geht es im Prinzip ähnlich, du weißt ja, wo ich wohne. Ja, mein Dach ist für Solarenergie einfach nicht geeignet von der Lage her, genau. Mit den Bäumen und dem Berg hinten dran. So, eine große Windkraftanlage werde ich wahrscheinlich auch Genehmigungsprobleme haben. Wie ist es hier mit Genehmigung? Denn so eine kleine könnte ich mir durchaus vorstellen bei mir. Also die Genehmigung, wie er schon gesagt, das ist komplett verschieden. Manche wollen nur Zeichnung haben, manche wollen genau ausführlich mit Lautstärkemessung und so weiter. Das ist ganz verschieden. Es gibt Länder, wo man keinen Antrag braucht oder keine Genehmigung braucht, Bundesländer. Wobei empfohlen ist, immer Bauantrag zu machen. Einfach darum, wenn der Nachbar mal wechselt und der stört sich und dann kann man sagen, hier, das ist genehmigt. Und ist auch eingetragen, dass man da später kein Problem hat. Ja. Wie viele Anlagen gibt es, Kleinwindanlagen gibt es in Deutschland? Kann man das sagen? Wisst ihr das? Also ich weiß nur, in China sind angeblich 400.000 Stück im Betrieb. Ja, Deutschland ist da ganz weit im Hintergrund. Also wenn du guckst, so Amerika und China, in Lappland, die Firma Braun liefert nach Russland, bei die Saudis in der Wüste, überall hin, eigentlich auf der ganzen Welt, außer Amerika, stehen zum Beispiel Antares-Anlagen, ich glaube mittlerweile so 1400 Stück. Und in Deutschland, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, ich weiß nicht, kann man nachgucken, vielleicht kann der Rüdiger, wenn er nachher noch kommt, was dazu sagen. Das Problem ist, dass viele Anlagen auch ohne Baugenehmigung da stehen. Ja, also das Problem scheint zu sein, ich habe also auch recherchiert im Internet und habe also Zahlen gefunden zwischen 4.000 und 10.000. Ja, ich nehme mal an, die 4 sind die Genehmigten und die restlichen 6.000 sind Eigenwerker. Also alle Anlagen, die ich je erstellt habe, ich habe jetzt allein hier in dem Landkreis in den letzten 2 Jahren 5 Anlagen gestellt, sind alle mit Baugenehmigung, weil wir stellen nur auf Maste und sagen weg vom Haus und hoch und alles andere hat keinen Sinn. Wir haben ja eine wunderbare Bilderserie aus Mörschied, wo im vergangenen Jahr im August eine Antares gestellt wurde. Vielleicht gucken wir uns die Bilder mal an und du kommentierst so ein bisschen, was da nebenbei passiert. Du hast übrigens eine Biene oder Wespe auf deiner Schulter, nicht, dass du da durchs Herz gestochen wirst. Das liegt daran, weil ich ein süßer Typ bin. Ja gut. Ja, erzähl mal, wie wird so eine Windkraftanlage gebaut? Mal vorausgesetzt, du hast deine Genehmigung denn irgendwann nach wie vielen Jahren teilweise bekommen? Ja, also in der Regel ist es teilweise sogar ein Kampf,
von einem Jahr. Ich habe jetzt einen Fall, wo ich vor das Verwaltungsgericht gehe, vor das Oberverwaltungsgericht, denn wo ein Landkreis einfach die Eingabe der Baugenehmigung ignoriert, falsch datiert, also mir schicken nur noch alles mit Einschreiben, Rückschreiben hin, ja, kriege dann zurückgeschickt, ist bei Ihnen eingegangen, das Datum, 6 Wochen hat es gebraucht, also dann, bis es dort war, wobei, also unglaublich, auf welche Idee da Mitarbeiter vom Bauämtern kommen. Und dann geht's los. Also erstmal das Ganze abstecken, Fundament ausheben. Wie weit sollte denn die Anlage vom Haus weg sein? Naja, also ich denke mal so 20, 30, 40 Meter vom Haus. Also wenn du ein Stück weiter bist, ist es besser. Das heißt, ich brauche ein verdammt großes Grundstück. Braucht man eh, weil der Grenzabstand ist immer die 0,4-fache Masthöhe. Das heißt, hier zum Beispiel 15 Meter sind 0,4-fache. Ja, ja, das sind dann 7 Meter. Ja. Und wenn das die Anlage aber höher wird, was ich ja gesagt habe, was eigentlich zu empfehlen ist, brauchst du einen entsprechenden Abstand. Die steht 20 Meter vom Haus weg. Also ich habe keine Probleme bis jetzt gehabt, wenn ich hier schlafe. Und wenn es so ist, dass die Anlage wirklich lauter wird, sind die Umgebungsgeräusche, merken wir jetzt hier, was wir für Umgebungsgeräusche haben, viel höher, wo du eh kein Fenster mehr oder sonst was auf hast, ja, wo du gar nicht mehr wahrnimmst. Weil also wir sitzen hier, es kommt gerade eine Böe, beide richtig. Anlagen drehen sich, man hört von den Anlagen nichts, aber den Autoverkehr. Ja. Aber weiter mit dem Bauen. Also wer so einen hohen Turm bauen will, braucht also tiefe Fundamente. Ja, das Fundament ist ungefähr 1 Meter, 1,10 Meter. Ich sage jetzt mal, wir nehmen 21 Meter hohe Mast, dann wird das Fundament 1,10 Meter in der Tiefe, 3,50 und auf 3,50. Ja. Dann Fundament ausheben, Stahl, die Kabel werden dann eingezogen vom Haus über den Erdgraben. Der Fundamentstahl, alles nach Berechnung, gibt es eine Stahlliste dazu und beim Mast. Beton gießen, Aushärtezeit nach den 28 Tagen und dann kommen wir, aber ohne den Ankerkorb, ist ja im Fundament mit den Bolzen, gucken wir die Schraubbolzen rein und dann kommen wir mit dem Steiger und mit dem Kran vorbei, heben den Mast drin, setze drauf, Klemme drinnen, unseren Wechselrichter an, fertig. Also kein Tag, wenn das Fundament fertig ist. Nee, wir brauchen keinen Tag für die Anlage herzustellen. Also wenn die 28 Tage vom Fundament aushärten vorbei sind, dann geht es relativ schnell. Wie ist bei dir? Kennst du dich da schon aus? Du bist ja neu im Geschäft. Ja, genau. Aber ich sag mal, bis nach einem Tag ist man so mit der kompletten Elektroinstallation ist man da eigentlich leicht fertig, weil bei mir brauche ich halt kein Fundament. Ja. Da wird Trittrost aufs Dach gemacht, wie man auch braucht, für an den Schornstein zu kommen. Ja. Und da wird die Anlage dann dran befestigt. Aber wenn ich jetzt so Bedenken hätte, mir so eine Anlage aufs Dach zu setzen und würde die mir neben ins Haus oder sowas setzen. Also ich weiß jetzt ja, beispielsweise gut. Bei mir auf meinem Balkon ist immer Wind und ich denke immer, ich müsste eine Windkraftanlage da hinstellen, ja. Sowas in der Richtung, wird mir noch von der Form gefallen. Aber wenn ich nachmesse, ja, und ich habe so ein Windmesser auf dem Dach, ist es an sich immer zu wenig. Wobei man sagen muss, das ist vielleicht auch noch interessant, viele Leute haben Windmesser auf dem Dach von Wetteranlagen, ja, auf die sollte man tunlichst nicht achten. Ne? Lieber Herr Link, ich habe einen Haufen Kunden, wo ich hinkomme. Und da höre ich genau den Satz, bei uns ist immer Wind. Ja. Sage ich, ja, hier auf Ihrer Terrasse. Ja, ja. Wenn Hochhäuser gebaut werden, werden extra diese Nachbauten mit Wind getestet. Es gibt Hochhäuser, da kriegen sie die Haustür nicht mehr aufgezogen, da kriegen sie nicht auf wegen Winddruck. Ja. Auch bei Photovoltaik, der Wind, der Sog ist das Wichtige und der Druck. Und bei dem Gefühl, bei uns ist immer Wind, das ist ein reines Gefühl, da ist Wind, okay, 0,8 Meter, 1,1 Meter, 1,5 Meter, da macht es alles bloße, Windanlage läuft nicht. Und der Wind am Boden, haben wir vorhin gesehen, oben die Anlage ist gelaufen, unten die nicht. Vorher, 10 Minuten vorher hatten wir es umgekehrt, unten die ist gelaufen, oben die nicht. Also ganz vorsichtig, da sollte man schon ganz genau nachschauen. Also doch, dann kommen wir nochmal zurück auf das Thema Anemometer, also sehr, sehr genau mit Profigeräten nachmessen. Kann man sich so Geräte eigentlich leihen? Ja, kann man.
Aber ich sage immer, wenn ich mir vorhabe, eine Windanlage zu bauen, dann kann ich mir auch dieses Messsystem kaufen. Das ist die solare Einstrahlung, der Regen, der Wind. Dann kann ich auch die 500 Euro für ein gescheites Windmesssystem, was auf Chipkarte mitschreibt, ist eine Webseite dabei mit der Auswertung, die Windrichtungen, ja, die Windhöfigkeit wird da gemessen und. Weil kleinere Geräte, billigere, so für einen Faustartikel ist man hier so und so ein Windmast, der kommt aus dem Segelsport, kostet 50 Euro im Internet, kann ich mal sagen, okay, aber da habe ich immer nur einen Mittelwert von dem jetzigen Wind. Aber nicht über Wochen oder Monate. Und ich denke, bevor ich dann viel Geld ausgebe, da überlege ich mir, ob ich nicht doch mal ein halbes Jahr. Und natürlich sollten wir es dann schon mal. Die Hauptwindmonate sind von Oktober bis März. Im Sommer ist der Wind schwach. Darum ist es ja eigentlich auch ein Pendant zur Photovoltaikanlage, wo man ganz klar sagen muss, klar, wenn du gemessen hast, aber wie gesagt, der Wind kann sich ändern. Was ich in diesem Jahr gemessen habe, muss im nächsten Jahr nicht wieder vorkommen oder kann sich im nächsten Jahr verdoppeln. Es gehört auch immer ein bisschen ein grünes Herz dazu, jetzt nicht parteipolitisch gesehen, sondern einfach, ja, bei mir zählt auch so ein bisschen der Gedanke mit, vielleicht kann ich ein bisschen was zurückgeben, auch was ich der Natur genommen habe im Laufe meines Lebens. Und das finde ich auch wichtig. Es gibt auch Leute, wo wir hinkommen, die wollen so eine Anlage haben. Das interessiert die gar nicht. Die sagen, ich will so eine Anlage, weil ich es schön finde. Gibt es auch den Kunde. Aber letztendlich ist es nur interessant, wenn ich den Strom auch als Eigenstrom im Haus verbrauche. Denn zur Einspeisung lohnt es nicht. 8,9 Cent. Also das ist das gleiche Geld, was eine richtig große Windkraftanlage mit mehreren Megawatt auch bekommt, würde hier auch bezahlt werden. Ja, wird hier bezahlt. Wenn der Bundesminister Krapriel da nicht ständig reinfunken würde, ist kein Verlass. Was macht man mit dem Strom? Wir haben es vorhin schon mal so am Anfang angesprochen. Also einspeisen lohnt nicht. Was mache ich mit dem Strom? Vielleicht mal Heiko. Ja, es gibt, wie gesagt, diese Energiespeicher, wo jetzt mittlerweile auch gefördert werden für die Photovoltaik. Die kann ich benutzen, damit ich auch, wenn die Photovoltaik oder wenn die Sonne untergegangen ist, den Strom noch nutzen kann, beziehungsweise beim Windrad, dann halt, wenn kein Wind da ist, sei schon immer noch den Strom ab. Und du das Ganze halt ins Hausnetz einspeisen. Also für den Verbrauch im Haus ohne. Ja, genau, nur Haus den Verbrauch für im Haus. Ja, gut. Aber dafür brauche ich immer diesen Wechselrichter und. Es gibt eine einfachere Methode, die haben wir ganz am Anfang, hatte ich dir auf die Sprünge geholfen. Das ist die Brauchwassererwärmung damit, ne? Ja, hier die Anlage zum Beispiel, die geht, untersteht 1000 Liter Pufferspeicher von der Heizung. Da ist eine 6,5 kW Heizpatrone drin. Und im Winter fährt die Windanlage nur in die Heizung hinein. Weil Strom, ich wohne ja nicht ständig hier, brauche ich hier nicht so viel. Ansonsten würde ich zum Strom verbrauchen. Wir haben hier einen Zwei-Richtungszähler. Ich habe das Ganze, wie gesagt, als Hybridsystem, 3,5 kW Photovoltaik, 3,5 kW Windkraft. Können gerade mal drauf gucken, was wir gerade zum Beispiel jetzt im Moment mit der Photovoltaik, die Photovoltaik, die hier ist hin auf dem Holzschober in der Ost-West-Lage, erzeugt jetzt gerade 2,42 kW als 3,5 kW Photovoltaikanlage. Ja. Wenn wir mal an dem schwarzen Rädchen weiterdrehen, da können wir mal gucken. Also wir haben heute schon 14,6 und jetzt 2,42. Ja, und jetzt drehen wir weiter bis zur Vergütung. Da kann man mal sehen, was die Anlage seit letzten Jahres gerechnet über 28 Cent, was wir eben im Strompreis sind, hat diese Photovoltaikanlage eingebracht. Also ich muss hier die Einsparung rechnen, wo ich den Strom, wenn ich den jetzt hier all verbraten würde, für 28 Cent kaufen müsste, das wären finanziell 1109,79 Euro. In welchem Zeitraum nochmal? Seit September. Ja. Gerade im Moment, die Kameras wird es nicht aufnehmen können, hat man einen kleinen Windwechsel. Ganz kurz hat die Antares, ist jetzt etwas am Rumpeln, aber wahrscheinlich hat sich gleich ausgerichtet und dann ist es wieder vorbei. Dann ist er wieder ruhig. Ne? Genau. Also wir haben mit der Photovoltaik hier 2500 kW Strom erzeugt, mit einer 3,5 kW Anlage seit letztem Jahr im September. So, und das ist natürlich der Photovoltaik, geht im Winter, das wissen wir alle, runter bis auf 10%. Dann ist natürlich die Windkraft das Pendant dazu, wenn die mitläuft.
Aber ich denke, da ist ja auch ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ne? Wir haben also nicht gesagt, einzelne Windjahre sind gut und besser. Du hast da jetzt in deiner Schule bei GreenTech, Fischert GreenTech in Österreich, da auch noch was gelernt, ne? Ja, ich meine, den Tagesunterschied tagsüber ist, haben wir mehr Sonne und abends und morgens, nachts haben wir mehr Wind. Ne? Ja, gut, ja. Klar, das halt über Nacht, wenn die Temperatur abkühlt. Mhm. Und dann entsteht automatisch die Thermik bzw. der Wind. Von daher ist eben halt die Kombination gut. Mhm. Aber genauso wie bei der Sonne kann man nie sagen, dass das jedes Jahr gleich ist. Hm. Das ist auch dann verschieden, immer abhängig von den Temperaturen halt. Hm. Gut. Also ich habe so ein Berechnungsprogramm, wo ich den Windertrag Pi mal Daumen ausrechnen kann, aber richtig verlässlich ist das nicht. Photovoltaik kannst du ja heutzutage ausrechnen, fast bis aufs KW. Und diese Thermik, es ist halt so, dass Mitte in der Nacht, ja, hell dunkel haben wir die größte Thermik, Mitte in der Nacht ist die gar nicht so stark. Das kann man unerhaltlich beim Pilot, die Sache selber auch so, Mitte in der Nacht, die haben da ja auch viel Erfahrung, ist es so stark nicht. Natürlich im Winter ist es eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und das ist auch hier diesen Winter schlecht gewesen, weil wir nicht so kalt hatten im Winter. Denn wenn ich jetzt im Winter 5 Grad minus habe und habe dann tagsüber, wenn Sonne dazukommt oder so 4 Grad plus, habe ich natürlich eine stärkere Thermik, der Wechsel. Ne? Ja. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ja. Das zeigt uns der Jäger. Der sitzt morgens, wo sitzt der morgens am Ansitz, wenn der Bärsch ist? Oben. Richtig, warum? Oben ist es wärmer als unten. Nee, weil der Wind morgens immer Bärsch angeht und abends immer runterfällt. Ja. Abends sitzt er unten, morgens sitzt er oben. Ah. Weidmanns Heil an alle Jäger. Ja, wieder was gelernt. Danke sehr. Ja, gut. Wir haben zwei Gäste hier. Einer ist etwas später gekommen. Einer ist extra von Gau-Odernheim extra angereist. Das sind mal so schlappe 100 Kilometer. Er hat auch mit Elektrik zu tun. Vielleicht haben Sie eine Frage an unsere Gäste. Also jetzt ja, die zwei Windkraftanlagen, was haben die jetzt genau für eine Wattage bzw. für eine Leistung? Also die große, das ist die 3,5 kW Antares, die hat eine Leistung von 3,5 kW bei einer Windgeschwindigkeit von 12 Metern Sekunde. Mhm. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, und zwar gibt es hier Liste, die kommen auch sehr genau hin. Ich habe die Windmessung hier mitlaufen und die Anlage schaltet immer bei 2,2 Metern die Sekunde an, also wirklich punktgenau. Mhm. Und der Ertrag kommt auch mit der gemessenen Windgeschwindigkeit jetzt über ein Dreivierteljahr wirklich hin. Mhm. Ja. Und die kleine, was hat die jetzt noch für eine Leistung? Die kleine Windanlage. War das laut eben? Die kleine Windanlage, also Mikrowindanlage ist das ja, die iWind, die hat Leistung, Maximalleistung von 500 Watt. Mhm. Und fängt an bei 1,7 Meter pro Sekunde mit Strom zu erzeugen. Ja. Okay. Und die, ja, die 500 Watt, die sind auch bei 12 Meter pro Sekunde. Ja, genau. Mhm. Okay. Gut. Ja, Olaf, damit ist deine Frage, glaube ich, beantwortet. Wir haben mittlerweile noch einen zweiten Gast. Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Rüdiger Braun. Das ist der Geschäftsführer der Braun GmbH, die diese Antares-Windanlagen herstellt. Herr Braun, Frage, die hatten wir vorhin, konnten Sie nicht auflösen. Wie viele Windkraftanlagen, Kleinwindkraftanlagen gibt es überhaupt in Deutschland? Wir gehen mal davon aus, dass eine ganze Menge nicht angemeldet sind. Und wie viel gibt es weltweit? Das wussten wir so genau auch nicht. Also zunächst eine kurze Korrektur. Ich bin nicht der Geschäftsführer, sondern der technische Leiter der Braun Windturbinen GmbH. Wie viele Anlagen weltweit im Kleinwindanlagensektor installiert sind, ist nicht definierbar. Das weiß auch keiner wirklich so genau. Und generell sollte man auch dann differenzieren, wie weit man mit der Leistung von so einer Anlage nach unten geht, um die überhaupt noch beziffern zu können. Also wir zum Beispiel fangen bei einer Leistung von 2,5 kW an und gehen dann aufwärts. Anlagen, die kleiner sind, ist für uns nicht wirklich interessant. Und wenn man jetzt mal die Spannen nimmt, von 2,5 bis zum Beispiel 10 kW, dann würde ich behaupten, sind in Deutschland vielleicht 4.000 Anlagen installiert. Maximal, ja. Wobei, die Genehmigten. Bitte? Die Genehmigten.
Nein, ich würde sagen, auch die nicht genehmigten, die sind mit integriert quasi. Ja. Allein in Rheinland-Pfalz, und wir sind ja hier in Rheinland-Pfalz, sind ungefähr 60, 70 Anlagen, die ohne Baugenehmigung aufgebaut wurden. Und der Herr Fink ist einer der wenigen, der halt auf eine Baugenehmigung auch achtet. Und die genehmigten Anlagen sind im Vergleich zur Gesamtinstallation vielleicht 20-25% stark. Ja. Wenn wir hier in Rheinland-Pfalz 60-70 genehmigte Anlagen haben, wenn ich das richtig verstanden habe, bis zu 4000 ist da noch eine Menge Luft. Ich nehme mal an, viel Luft weht an der Nordseeküste, dass also in Schleswig-Holstein und oben an der niedersächsischen Küste wahrscheinlich eine ganze Menge stehen würden. Also die 60-70 Anlagen, die jetzt hier in Rheinland-Pfalz stehen, die sind nicht genehmigt. So meinte ich das, ja? Ja. Und von der Gesamtmenge hat Herr Fink oder ist genehmigt ungefähr 25%. Nur wir reden jetzt von Anlagen von Antares, Windanlagen. Ja. Ja. Die Komplettsumme, die ist halt schwer zu beziffern. Ich würde mal sagen, es sind ungefähr 4000 Stück bundesweit, die installiert sind. Und aktuell ist es so, dass wir einen Marktanteil haben aufgrund der Konsolidierung des Marktes. Der liegt aktuell bei ungefähr 80%. Also von allen Anlagen, die aktuell verbaut werden, ab 2,5 kW aufwärts, sind 80% Antares-Windanlagen mit dabei. Ja. Ja. Und der Markt hat sich auch quasi verkleinert, gerade im Bereich der Horizontalanlagenbauer, ist also zusammengeschrumpft. Ein Problem sind nach wie vor, was die Marktsituation angeht, sogenannte Vertikalanlagen. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass Vertikalanlagen physikalisch bedingt einfach nur maximal 30% des Wirkungsgrades von einem Dreiflügler haben. Das ist einfach so. Das hat auch nichts mit uns zu tun. Ja? Hintergrund ist aber, dass viele Firmen, die in dem Sektor unterwegs sind, extremst unseriös arbeiten. Das heißt, da ist eine sehr große Fluktuation in dem Bereich. Man kann auch sagen, einer kommt, einer geht. Mhm. Ja, also das Niveau der bestehenden Firmen ist immer gleichbleibend. Tendenziell aber herrscht dort auch ein Abwärtstrend. Man kann natürlich auch sagen, dass solche Anlagen eine gewisse Daseinsberechtigung haben, die ist aber sehr begrenzt. Hm. Ja? Und seriöse Anbieter in dem Bereich sind sehr, sehr schwierig zu finden. Also wir haben diese Frage schon so ein bisschen diskutiert, dass es auch eine etwas andere Herangehensweise ist. Ne? Ja. Und vor allem im Hintergrund ist auch jedes Watt, das ein großer Stromkonzern nicht erzeugt, sondern das man sich privat für sich zu Hause erzeugen kann, ist für uns eigentlich ein Gewinn. Ja? Und das Schöne ist, es schafft ein kleines Stückchen mehr Unabhängigkeit, was wir hier alle für gut finden. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Einsatzbereiche. Ich habe also von jemandem mal mitbekommen, der hat so eine kleine Anlage, wie sie auf einem Segelboot installiert ist, um da so ein Positionslicht oder sowas zu füttern mit elektrischem Strom. Der hat sich das geholt, für ein Aquarium zu beleuchten. So, dann hat das einen ganz anderen Sinn, ganz anderen Zweck, braucht aber keinen Strom aus der 220 oder 230 Volt Leitung. Ja, das heißt, irgendwie ein Stromkonzern verkauft wieder etwas weniger Grundlast. Ne? Wie viel von Prozent von Ihnen geht in den Export? Also der Exportanteil liegt mindestens immer bei 50%. Wir hatten in den letzten Jahren teilweise 60-65% Exportanteil. Ja. Bisher war es so, dass wir komischerweise quasi jedes Jahr ein besonders starkes Land hatten. Das war in der Vergangenheit zum Beispiel Portugal 2008, 2009. Mhm. Die haben innerhalb von 3 Monaten 60 3,5 kW Anlagen gekriegt. Dann hatten wir Irland, da haben wir 1,5 Jahre lang alle 2 Wochen eine Anlage aufgebaut in Irland. Die letzten 2 Jahre haben wir Frankreich ganz stark beliefert und da muss ich sagen, da war 50% sogenannte Replacement-Anlagen, das heißt Chinamühlen, die zerstört waren, wurden abgebaut. Auf den bestehenden Masten kam dann eine Antares 4.5 oder 6.5. Ja. Die Elektronik konnte teilweise mit übernommen werden, wenn es deutsche Qualitätstechnik war. Also der Marktanteil, was das Replacement angeht, war damals relativ hoch. Und im Moment ist Russland ganz stark. Also da haben wir jetzt einige größere Projekte gemacht, zum Beispiel oben in Murmansk. Das sind sogenannte Off-Grid-Stationen. Das sind immer Hybridsysteme, bestehend aus Wind und Solar. Hintergrund ist, dort werden ganze Dörfer bestromt, da liegt also auch kein Netz und da ist noch ein Riesenpotenzial. Wir hatten auch gerade letzte Woche die Gäste aus St. Petersburg da und haben dann neue Projekte dort besprochen. Und da gibt es einfach 2 Anwendungsbereiche, einmal diese Standard-Off-Grid-Lösung, Wind, Solar als direkter Batterielader
oder das nächste Projekt, was jetzt ansteht, das sind 10 Anlagen Antares 9,5 kW mit bestehender Photovoltaikanlage. Also das sind dann schon größere Summen, die da... Also wir hatten uns vorhin Bilder angesehen, da waren also war eine Hybridanlage dabei mit Savonius, mit Darius-Anlage und auch noch Solarzelle dabei, die aber dafür gedacht ist, eine Straßenlampe in Betrieb zu setzen, also Straßenbeleuchtung für zu sorgen. Mal gucken, ob sich das irgendwann mal durchsetzt. Ich finde das an sich eine angenehme Geschichte, speziell wenn irgendwo eine keine Elektroleitung liegt oder eben hier die Off-Grid, eine Versorgung von einzelnen Gehöften oder so etwas. Das werden wahrscheinlich im Normalfall auch die Hauptkunden sein. Denn so direkt im Wohngebiet mit der Genehmigungsschwierigkeit. Du hast mir noch von einem Beispiel erzählt, wo jemand Genehmigungsschwierigkeiten hatte. Ein riesen Grundstück, Bauernhof oder ähnliches und Autobahn in der Nähe. Und da wollte man ihm also auch sagen, nee, du machst da keine... Ja, das ist der Fall, wo wir jetzt nach Koblenz gehen, direkt an der A61. Also Koblenz an die Bezirksregierung, oder? Richtig, genau, an das Oberverwaltungsgericht, ja. Weil da muss man sagen, das entbehrt jede Grundlage. Der Mann hat 20.000 Quadratmeter Grundstück, dann schreibt es Bauern, das wäre ein Wohngebiet. Also durch das Dorf an der Straße, wo der Mann wohnt, läuft die Bundesautobahnumgehung, also die gibt es nicht im Wohngebiet, das wissen wir alle. Das Dorf ist ein Mischgebiet und das sind einfach erfundene, frei erfundene Lügen und Ausreden seitens eines Bauamtes. Also das sind Beamte, man muss sich das mal vorstellen. Und das geht jetzt seit 8 Monaten, wo der Mann nichts mehr vom Bauamt gehört hat, von Landkreis Bad Kreuznach. Auch noch nicht immer mehr was vom Bauamt, geschweige denn vom Kreisrechtsausschuss. Also die ignorieren das alles. Im Gegenteil, ich war auf dem Bauamt, das sagt der Mitarbeiter jetzt mir, guckt mich an und lacht und sagt, guck mal, ich habe so einen Ordner, wo Leute Kleinwindanlage bauen. Sag ich, und was machen sie mit? Da guckt er mir ins Gesicht und sagt, ja, der steht da. Da muss ich das mal vorstellen, das ist ein Beamter, der von uns Steuerzahler, Bürgern bezahlt wird. Aber der Herr Hoeneß, der wird dann eingesperrt. Da gehört er doch nebendran. Ja gut, das jetzt vielleicht ein bisschen hat, aber ja, gut, ich kann mich an eine Sendung erinnern, wo Frank ein Bauamtsleiter im Gebet hatte, ja, oder in einem positiven Gebet hatte oder und Beispiel auch gefragt hat, warum manche Sachen so lange dauern. Ne? Hatten wir oben in Kirchberg, der Mann auch 20.000 Quadratmeter Grundstück, ein ehemaliger Aussiedlerhof, wurde abgelehnt, weil der Mann kein Land- oder Forstwirt ist. Also der Mann ist leider nur Prüfingenieur beim TÜV und seine Frau ist leider Gottes nur Ärztin. Das sind natürlich Menschen zweiter Klasse. Wäre der Mann ein Forstwirt oder ein Landwirt, kriegt er das genehmigt. Das entbehrt doch jede Grundlage. Der Stromverbrauch eines Menschen hängt doch nicht von seinem Beruf ab. Ein Forstwirt verdient mit der Motorsäge sein Geld, nicht mit dem Strom zu Hause. Aber ein TÜV-Prüfingenieur, der kann eine Werkstatt haben oder eine Ärztin, eine Praxis. Und da geht doch gar nicht, dass man da unterscheidet und differenziert. Wer hohe Türme baut, muss tiefe Fundamente setzen. Das gilt auch in der Sache Genehmigung. Ich denke, wir machen noch so ein kurzes Schlussstatement. Dann zwar an sich schon eben richtig klasse, aber lass mal den Heiko noch mal loslegen, was ihm noch einfällt für die Zukunft. Ja, für die Zukunft wäre es natürlich gut, wenn jeder, sage ich mal, seinen eigenen Strom produzieren könnte, unabhängiger wird von der Energieversorger. Und von daher bin ich halt auch für diese Windkraftanlage bzw. Photovoltaik. Ja. Gut. Ja, meine Damen und Herren, das war die 59. Sendung. Bevor wir hier ganz zum Ende kommen, darf ich Ihnen eine dringende Buchempfehlung geben. Wir haben es immer wieder angesprochen. Der Wind ist nicht überall gleich, innerhalb von ein paar Metern, bedingt durch Gebäude, rauf und runter durch Büsche, kann sich der Wind überall verändern. Von daher, wer sich mit dem Gedanken trägt, bitte besorgen Sie sich einen Anemometer, lassen Sie bei sich den Wind messen, messen Sie ihn selber, ob sich das wirklich rentiert. Und wir haben es angesprochen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Windkraftanlagentypen. Es gibt sehr viele verschiedene Anbieter, auch wenn sich der Markt im Moment etwas reduziert, etwas selbst bereinigt. Nur fragen Sie nach, lassen Sie sich Referenzanlagen nennen, besuchen Sie auch diese, reden Sie mit den Leuten, ob es sich wirklich lohnt und besorgen Sie sich dieses Buch vom BWE, Bundesverband Windenergie.
kostet zwar 32 Euro, aber bevor Sie da mehrere tausend Euro in eine Windkraftanlage investieren, lesen Sie dieses Buch. Es ist sehr kurzweilig unterhalten geschrieben und Sie können aus den Fehlern anderer Leute sehr viel lernen. Das war's für heute. Leben mit der Energiewende. Nach der Sommerpause die 60. Sendung.